Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute wollen wir mal von Trumpf Aero Limited Edition mal probieren. Einmal Bourbon Vanillefüllung und einmal Karamellfüllung. Das ist Aero, das ist diese Luftschokolade. Und ich habe die beiden hier von Wiglo mitgebracht. Das ist einmal hier, die mit Bonbon-Vanille. Hier sind die Zutaten. Ich hoffe, ihr könnt es lesen, dass es nicht allzu dolle spiegelt. Ja, es spiegelt extrem. Aber ich hoffe mal, ihr könnt es lesen. So, und dann haben wir hier die Nährwerttabelle. So, und das Ganze haben wir hier nochmal. Hier müsste es allerdings gehen. Jo, so. Ja, dann wollen wir mal die Schokolade mal auspacken. So, so sieht die, welche ist das? Die mit Karamellfüllung aus. Jetzt schneiden wir mal hier so einen Riegel ab. Ja, und so sieht die Schokolade aus. Hier kann man noch die Karamellfüllung sehen. Ja, ist eine ganz normale Luftschokolade, wie die ohne Füllung auch. Die gibt es ja in diesem blauen auch. Ups. Ja, hier bricht sie schon kaputt. Die Bonbon Vanille. So. Und jetzt schneiden wir natürlich auch hier wieder so ein Stück von ab. So sieht die von innen aus. Ja, die schmeckt ein bisschen anders hier. Die normale Schokolade ist auch eine recht süße Schokolade. Und man schmeckt halt eben Milchschokolade. Also Milchanteil schmeckt man raus. Karamell ist so, so ganz leicht. Und hier, wie gesagt, bei der ist das wie eine normale oder die normale Schokolade auch im Geschmack, nur halt eben mit so einem, mit so einer leichten Karamellnote. Wenn ich mich jetzt entscheiden müsste, würde ich eher zu Karamell. Also Karamell schmeckt mir einen Tick besser wie die. Aber sie schmecken beide gut.
und kriegen beide deswegen auch die 5 Sterne. Weil ich kann diese Schokolade wirklich empfehlen. Sie ist sehr, sehr lecker. Schmeckt mir sehr gut. Ja, das war's eigentlich für dieses Video. Ich hoffe mal, es hat euch gefallen. Wenn ja, könnt ihr mir gerne einen Daumen nach oben da lassen. Ihr könnt die Videos auch gerne teilen auf Google+, auf Instagram, auf Twitter, auf wo immer ihr wollt. Habe ich absolut nichts dagegen. Und über ein Abo würde ich mich natürlich auch sehr, sehr freuen. Ich sage erstmal Dankeschön fürs Zuschauen und tschüss, bis zum nächsten Mal.